Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein neues Jahr und es geht wieder los hier bei Optionsstrategien TV. Und heute im ersten Video des neuen Jahres möchte ich mit euch gleich über meinen persönlichen Markt des Jahres 2019 sprechen. Ihr habt gerade gesehen, ich habe ein bisschen gezögert, ne? Weil ich habe jetzt überlegt, soll ich es jetzt Optionsmarkt nennen oder soll ich es Volatilitätsmarkt nennen? Ich nenne es einfach mal mein Markt des Jahres 2009 und warum ich besonders für diesen Markt, für dieses spezielle Segment, mir dieses Jahr sehr, sehr gute Chancen verspreche, das gibt's jetzt hier in diesem Video. Ihr seht es vielleicht schon hinter mir, das ist ein Chart, der sieht etwas außergewöhnlich aus, das ist der VXX. Ne? Der VXX, das kennt ihr, das ist dieser Volatilitätsindex oder beziehungsweise dieser Volatilitäts-ETN, Exchange Traded Note. Und dieser Exchange Traded Note wird ja aufhören zu existieren am Ende des Monats. Und zwar am 29. ist wohl der letzte, 29. oder 30. Januar ist der letzte Handelstag und wird allerdings ersetzt durch den VXXB, also quasi das Nachfolgeprodukt, ist dann ausgelegt auf 30 Jahre, haben wir hier an dieser Stelle auch schon das ein oder andere Mal darüber berichtet. Und das Schöne ist, in den letzten Tagen ging es also wirklich auch hier in dem Volumen dieses VXXB endlich mal nach oben. Auch die Optionspreise werden jetzt langsam liquider, also die Bid-Ask-Spreads werden enger, die Volumina in den Optionen ziehen an. Wir haben alleine am letzten Handelstag gesehen, dass in manchen Strikes bis zu 3000 Stück gehandelt wurden. Im Juni gibt es mittlerweile Strikes bis in den Bereich um 80 hinauf. Also das wird eine spannende Sache in diesem Jahr. Den werden wir genauso gut handeln können wie den VXX. So, warum ist jetzt aber für mich der VXX respektive sein Nachfolger, der VXXB, das spannendste Produkt oder der spannendste Markt im neuen Jahr? Und der Grund, den könnt ihr eigentlich hier schon am Chart sehen. Und zwar, wir haben hier das Jahr, ich muss ganz kurz schauen, wir haben hier das Jahr begonnen, das Jahr 2018. Und da war er ungefähr so beim Stand von, ja, 25, 26 etwa. Und ihr seht, dann kam natürlich gleich hier dieser Anstieg im Februar hinein, als die Volatilität nach oben ging. Dann passierte das, was man von diesem Produkt erwarten darf. Ne? Aufgrund der Contango-Situation, das heißt der Rollverluste, die hier immer entstehen, fiel der dann halt wieder so zurück. Und man hat schon gedacht, Mensch, der macht eigentlich genau das, was er die letzten Jahre auch gemacht hat. Aber nein, dadurch, dass es im Herbst ja nochmal an den Aktienmärkten deutlich nach unten ging, dass die Volatilität nochmal anhob und dass eben auch die Terminstrukturkurve wieder in eine Backwardation gegangen ist, ist der nochmals angestiegen. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert, nämlich von Beginn des Jahres bis zum Schluss des Jahres hat der Gewinn gemacht. Und warum ist das jetzt so was Besonderes? Es ist das allererste Mal in seiner 10-jährigen Geschichte. Die Geschichte hört bald auf, aber der ist ja im Januar 2009 damals aufgelegt worden. Und seither hat er in jedem Jahr erwartungsgemäß Verluste gemacht. Das heißt also, wer jetzt jahrelang immer nur diesen VXX einfach verkauft hat, wer immer Short war in diesem Produkt oder immer nur Call-Optionen darauf verkauft hat, der hat eigentlich immer damit Geld verdient. Außer eben im Jahr 2018, da hat dieses Produkt das erste Mal Verlust gemacht. Beziehungsweise nein, es hat das erste Mal Gewinn gemacht und damit haben alle, die auf Short gesetzt haben, Verlust gemacht, wenn sie eben jetzt beispielsweise Anfang des Jahres reingegangen wären. Und was ist jetzt das Spannende? Es gibt historische Berechnungen dieses ETNs. Den hat man mal berechnet und gesagt, hey, wir wissen ja, es gab ja die Futures schon viel, viel länger. Und anhand der Future können wir ja berechnen, wie hätte der denn in der Historie ausgesehen. Und da weiß man, dass es schon mal ein Jahr gab, und zwar das Jahr 2008. Auch da hätte dieser VXX, wenn es ihn gegeben hätte, das Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Alle anderen Jahre hat er wieder verloren. Das heißt also, wir wissen, dass ein Jahr, in dem dieser VXX, in dem dieser Verkauf des Volatilitäts-Short-Term-Index, ne, weil das ist ja im Grunde nur die Nachbildung davon, wenn man also das gemacht hätte,
Wenn man den einfach nachgebildet hätte, dann hätte man als Verkäufer dieses Index jedes Jahr Geld verdient, als Käufer nur in einem Jahr. Und jetzt wissen wir, das ist also eine Besonderheit, wenn er mal Gewinn macht. Und jetzt sind wir hier am Ende des Jahres 2018, respektive jetzt heute hier zum Start des neuen Jahres, in einer spannenden Situation, weil die Aktienmärkte sind nach wie vor in übergeordneten Abwärtstrends. Ne? Also je nachdem, wie man jetzt auch die Zahlen sich anschaut, ob man es jetzt mega lang macht, dann sagt man immer Aufwärtstrend noch. Wenn man es jetzt ganz kurzfristig macht, dann auch definitiv noch Abwärtstrend. Und es ging ja auch während der Feiertage heiß her. Aber wir sehen also, die Aktienmärkte sind auf jeden Fall weiterhin unter Druck. Und jetzt gerade heute vorbörslich hat man auch schon gesehen, dass zum Beispiel hier der VXX schon wieder fast 5% angestiegen ist. Wir wissen aber auch aus dem Mean Reversion Effekt, dass es über kurz oder lang zu einem Rückgang der Volatilität kommen wird. Ne? Gab vor kurzem ja diesen lustigen Tweet auf Twitter. Und zwar hat jemand, da ist ja der Dow Jones um 1000 Punkte gefallen an einem Tag. Ne? Der größte Tagesverlust aller Zeiten. Natürlich dann auch gleich am nächsten Tag der größte Tagesgewinn aller Zeiten. Allerdings nur in Punkten und nicht in prozentualen Zahlen. Weil prozentual ist natürlich 1000 Punkte heute was anderes als vor 10 Jahren. Aber sei es drum. Und hat ja jemand geschrieben, okay, wir sind ja bald unten nur noch, also wenn er 1000 Punkte fällt, noch 23 Tage und wir sind bei null. Da weiß man dann schon, okay, so kann das gar nicht weitergehen. Also muss man sich auch keine Sorgen machen. Und das heißt, wir wissen, Volatilität wird wieder runtergehen. Wir wissen aber noch nicht, von welchem Niveau aus. Ne? Also die Vola kann deutlich weiter ansteigen. Momentan sieht das auch zumindest kurzfristig ja noch so aus. Wir wissen aber aus vielen, vielen historischen Tests, dass die Volatilität nicht auf Dauer oben bleiben kann. Und jetzt kürzlich hat mal jemand geschrieben, und es war ein interessanter Gedanke, hat jemand hier, ich glaube sogar hier in den YouTube-Kommentaren geschrieben, was ist denn aber, wenn jetzt der neue Durchschnitts-VIX nicht mehr bei 16, sondern bei 30 liegt? Und die Idee ist spannend, aber das kann nicht sein. Warum? Weil dann würde sich das komplette Marktverhalten extrem verändern. Das heißt, dann würde Folgendes passieren. Damit der VIX durchschnittlich von 16 auf durchschnittlich 30 geht, ne, was müsste da passieren? Wie entsteht der VIX? Das ist ja nicht irgendwie so, oh, wir taxen den jetzt mal bei 30, sondern das sind die impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Und die Nachfrage nach diesen Absicherungsoptionen müsste so extrem groß werden, dass quasi es sich überhaupt keinen Sinn mehr machen würde, überhaupt noch in die Aktienmärkte zu investieren. Ne? Das heißt also, dass niemand macht solche Absicherungen. Das wäre ungefähr so, wie wenn jeder sagen würde, ich habe ein Haus, das kostet eine halbe Million und ich versichere es jetzt für eine Million. Es mag Situationen geben, wo man sagt, das macht Sinn, aber es macht definitiv keinen Sinn, das permanent zu machen, weil das rechnet sich einfach nicht. Und deswegen muss man sich da keine Gedanken machen, dass der VIX auf Dauer höher stehen wird, als er das die letzten 20 Jahre getan hat. Also das wird nicht passieren, sondern auch jetzt, auch wenn alle wieder denken, die Welt geht unter, sie wird nicht untergehen, sie wird runterkommen. Und deswegen ist das mein Markt des Jahres 2019. Ne? Das wird mein Jahr 2019, und zwar eben nicht hier der VXX, sondern hier dann der neue VXXB. Das ist jetzt der Markt, wo wir schauen, weil egal, was jetzt noch kurzfristig passiert, wir wissen, dass er langfristig wieder Folgendes machen wird, nämlich das, was er die ganzen letzten Jahre gemacht hat, das hier. Er wird wieder nach unten gehen. Übrigens nicht wundern, dass wir hier so einen steilen Anstieg haben. TradingView, wo ihr gerade hier diesen Chart seht, kann oder hat jetzt hier in dieser Darstellung die Splits nicht, die Resplits nicht rausgerechnet. Ne? Deswegen gab es ja diesen Anstieg. Und wenn wir uns das nämlich mal langfristig anschauen, dann seht ihr nämlich, machen wir es mal hier ein bisschen längerfristig. So, das sind ja Wochencharts. Und ich mache uns mal alles, was wir hier jetzt so schön reingemalt haben, machen wir uns mal weg. So, hier oben mal alles weg. Und wir machen uns mal hier jetzt einfach einen längerfristigen Chart. Und da seht ihr, wie gesagt, diese Anstiege hier, ne, das sind immer die Resplits. Die lassen wir jetzt mal weg. Aber ihr seht, der hat immer die Tendenz zu fallen. Ist immer passiert. Bis eben auf dieses Jahr, wo er eben mal gestiegen ist. Und deswegen freue ich mich schon auf dieses Jahr.
Weil jetzt heißt es einfach nur Geduld haben, den richtigen Einstieg finden. Und beispielsweise in meinem Langfristdepot war letztes Jahr einer der größten Gewinnpositionen, eine Short-Position auf den VXX, die ich im Februar aufgebaut hatte und die ich dann allerdings im Spätsommer dann wieder abgebaut habe. Das waren, die ist über den Stop-Loss dann einfach wieder rausgefallen. Das war ein sehr großer Gewinn. Und ich denke auch, das kann dieses Jahr wieder kommen. Ne? Und deswegen, wenn euch das Thema interessiert, schaut euch dieses Jahr den VXXB an. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Das wird ein tolles, da wird es tolle Möglichkeiten geben, wenn ihr wissen wollt, wie funktioniert das, wie kann man das. Wir haben eine ganze Serie mitgemacht jetzt beim Online-Lehrgang Optionshandel für kleine Konten. Das extra ein System dahinter, wie wir den machen, wie wir unsere Einstiege wählen, warum wir wann, an welcher Stelle was machen, ob wir dann Calls verkaufen, ob wir Puts kaufen und so weiter und so fort. Also guckt euch das an und wir werden das natürlich auch in unserem Börsendienst Optionsstrategien entsprechend für euch umsetzen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Was wird denn euer persönlicher Markt 2019 werden? Ne? Wo wollt ihr hinschauen? Es gibt ja momentan viele spannende Märkte. Wir haben auf der einen Seite Gold, was wieder erwacht aus seinem langen dornröschen Schlaf. Wir haben Öl, was brutal zusammengefaltet wurde. Und ich bin einfach gespannt, was werdet ihr haben? Oder was habt ihr auf der Agenda? Was sind eure bevorzugten Märkte? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ab sofort jetzt wieder hier neues Jahr, regelmäßig, dreimal die Woche. Also immer am Montag, am Mittwoch und am Samstag kommen hier Videos auf dem Optionsstrategien-Kanal. Ich freue mich auf euch und wir hören und sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.